Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Zimmerduell. Wer kann besser grätschen? Punkt. Wer ist der größere Morgenmuffel? Ganz klar. Da klingeln auch schon mal 6 Wecker am Morgen und am Nachmittag. Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Dino sieht es ein. Auf jeden Fall. Wer verbringt mehr Zeit im Kraftraum? Ich glaube, es ist eigentlich ausgeglichen. Ich würde sagen, auch ausgeglichen. Ich habe den jetzt mal schräg gehalten. Ja, ich würde auch sagen, ausgeglichen. Also wir gehen beide zu Hause in unsere Fitnessstudios und sind eigentlich im Kraftraum auch vertreten. Also. Punkt für euch. Wer ist denn eher rot gefährdet im Spiel? Erste Mal keinen Punkt. Nee? Ich würde sagen, Dino, wie viele gelbe Karten hast du schon? 4? Jetzt 4. Ich habe noch keine, also ich glaube, dann ist er schon ein bisschen näher dran als ich. Ne? Ja, wenn er sage gegrätscht hat, dann ist es ein Spieler. Weiter geht's. Wer gibt denn mehr Geld für Mode aus? Punkt. Wer versteht besser Escher Platt? Ich glaube, keiner von uns beiden. Ich glaube es auch nicht. Wir sind Kinder aus dem Norden. Da, haben da tun wir uns schwer mit dem Öcherplatz. Wer ist denn witziger? Auch, mache ich gleich. Ich glaube, wir teilen den gleichen Humor. Deswegen verbringen wir auch. Also, ohne Absprechen? Ohne Absprechen. Also, ich halte mein. Na, eine Entscheidung. Einer muss es sein. Ich sag dann eher. Punkt. Okay. Also wir haben jetzt, ich glaube, in dieser Woche, wo wir hier sind, so viel gelacht, dass nicht nur der Muskelkater in den Beinen ist, sondern auch im Gesicht, so viel wir gelacht haben. Ja, wer ist der bessere Koch? Mhm. Punkt. Sehr stark. Wer wäre der bessere Torwart? Das ist ein absoluter Quatsch. Ich bin mal Saschuselig. Ist ja ein bisschen Saschuselig. Punkt? Kein Punkt. Kein Punkt? Kein Punkt. Ja, ich weiß nicht, ich bin katastrophal im Tor. Ich bin auch nicht gerade begabt, was das angeht. Wer hat denn den besseren, schlechten Fuß? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Eigentlich sehe ich nur einen Unentschieden so. Also bei Transfermarkt steht bei mir beidfüßig, also weiß ich jetzt. Wenn nicht. Transfermarkt beidfüßig steht, dann nehme ich schwarz. Dann Punkt für euch. Wer braucht länger im Bad? Punkt. Da kam gerade das Make-up sogar zum Einsatz. Da wurde der Pickel abgedeckt hier. Wer ist lauter auf dem Platz? Da sage ich eigentlich absolut gleich. Wir schreien beide einfach die ganze Zeit rum. Franco hat sich entschieden. Wenn du einen Punkt noch holen willst, dann entscheide dich für einen von euch beiden. Also ich gehe mal, dass er denkt, dass er lauter ist, deswegen nehme ich mal das, damit wir einen Punkt kriegen. Punkt. Du weißt selber, dass ich ununterbrochen am Reden bin. Ja. Wer ist denn schneller? Schneller müde, oder? Schneller laufen. Also mein Spitzending war 32 hier, seit ich bei Aachen bin. Ich gebe Dino definitiv den Punkt. Okay, ja. Punkt für euch. Wer benötigt häufiger Behandlung von den Physios? Im Hinblick auf Schmerzen oder Pflege? Wer benötigt häufiger Behandlung? Punkt. Sehr gut, das war's. Damit habt ihr besser abgeschnitten als Mauser und Mbongo. Ja, natürlich. Sieger des Zimmerduells. Herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken euch. Lass das ruhig drin. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugeschaut habt und wir hier sehr viel Spaß hatten und freuen uns, dass wir
das Zimmerduell gewinnen konnten. Wir bedanken uns auch und hoffen, ihr genießt die Folge. Es da genießen.